Ja, hallo und servus. Herzlich willkommen bei Taro bei Merlin. Ja, vielleicht habt ihr mich schon so ein bisschen vermisst. Ich war lange nicht mehr online. Das lag aber einfach daran, dass vom Pensum, das, was ich alles so privat zu erledigen hatte, es einfach nicht anders ging. Ja, so ein bisschen andere Kulisse. Da komme ich jetzt gleich zu, was euch hier erwartet. Ich hatte ja in einigen Videos schon mal angeteasert, dass ich Psychologie studiere, dass ich mittlerweile auch schon gut vorangekommen bin. Und ich lege ja zwischendurch früher zumindest immer die sogenannten Liebeslegungen, um euch da draußen zu helfen, wie es denn bei dir in der Liebe demnächst ausschauen könnte, was die Karten, was wir ja an Botschaften letztendlich dazu bekommen. Ich möchte jetzt das Thema der Liebe, der Partnerschaften mal von einer anderen Seite aufgreifen, nämlich nicht vom Tarot her, sondern von der Psychologie und nicht nur Psychologie, sondern Tipps, die ich euch gerne weitergeben möchte, wie Beziehungen möglicherweise auch für dich funktionieren können. Ich habe mir auch so ein paar Änderungen überlegt. Einmal mein neuer Kanal, den hatte ich ja soweit fertig gemacht mit Bannern, Fotos etc. pp. Nur ist es so, wenn du einen bestehenden Kanal hast und einen zweiten bei YouTube machst, fängt der wieder bei Null an. Das heißt, das ganze Programm geht dann wieder los mit der Anmelderei. Und da habe ich mir gedacht, nö, dann mache ich das einfach. Taro bei Merlin werde ich demnächst umbenennen, den Kanal. Habe dann aber überlegt, okay, sei nicht so voreilig, weil ich möchte eigentlich auch nicht zu viel psychologische Themen hier mit reinpacken. Das wird den Kanal verfälschen. Und dann habe ich mir einfach gedacht, weißt du was, das bleibt Taro bei Merlin. Ich hatte am Anfang gedacht, ich nehme nochmal mein Hobby mit rein, weil mein Hobby sind Düfte. Ja, ihr habt es richtig gehört, das ist auch schon eine Sucht geworden. Da gibt es sehr, sehr schöne YouTuber, unter anderem Miki. Hallo Miki, der mich inspiriert. Und ja, da wollte ich euch mal ein paar Parfüms hier vorstellen. Passt aber auch nicht so ganz, ne? Da hätte ich das Ganze Dufte-Taro-Legung genannt. Ja, gucken wir mal. Aber heute, das heißt gleich, nehme ich euch einfach mit zu meinem erste psychologische Thema, wie man Beziehungen schöner gestalten kann, wie Beziehungen funktionieren können und was du dafür tun kannst. Und einiges natürlich auch unterstützt mit der Medizin, dass du auch merkst, was passiert hier oben mit meinem Gehirn, warum funktionieren Beziehungen nach einer gewissen Zeit nicht mehr, und das möchte ich dir einfach hier gleich mal näher bringen. Das sollte jetzt mal so ein kleines Anteasern sein, damit du einfach, wenn du das Video gleich schaust, das einordnen kannst. Natürlich kommen auch wieder Tarotlegungen, das werde ich im Anschluss auch noch machen. Momentan ist das der große Faktor Zeit, und ich hatte mich eigentlich auch dafür ausgesprochen, ich schneide nicht, ihr hört das gerade, nicht ausgesprochen entschieden, Stadtführung zu machen in Münster als Nachtwächter. Das fand ich sehr, sehr interessant. Hallo Elisabeth, falls du das hörst. Ich habe momentan einfach die Zeit nicht. Und das finde ich halt einfach super schade. Aber klar, um sein Leben zu finanzieren, geht man halt arbeiten. Ihr kennt das alles, ne? Bei der Psychologie habe ich eine tolle Bekanntschaft. Das ist der Jens Korsen. Ich will fast sagen, ein Mentor, auch wenn er mich persönlich jetzt gar nicht so kennen wird, der mein Leben schon sehr, sehr verändert hat. Und das funktioniert so genial, dass man sagen muss, da kann man andere Psychotherapeuten nehmen, die stundenlange Therapien machen. Ja, lieben Live, wie gesagt, das war gerade ein Klingeln. Da ich das Ring-System nutze, klingelt natürlich nicht nur die Klingel, auch das Handy. Jetzt habe ich es auf Tonstock gedrückt, also entschuldigt. Aber das ist live, hey, das ist das Leben, ne? Das Leben fließt, das Leben passiert, maybe. So, ein bisschen rausgerissen aus dem Text, genau, und das, wir entscheiden ja, wo wir sein wollen. Das heißt, das ist auch Psychologie, da wo ich bin, möchte ich sein. Natürlich möchte ich vielleicht bei der Arbeit nicht immer gerne sein, auch ganz klar, aber man hat natürlich seine Wünsche, solange man nicht irgendwie unter dem Baum sitzt und sich von Kokosnüssen ernährt, übertragener Sinn, geht man arbeiten. Na, das ist immer so diese Geschichte, und kein Mensch hört ja innere Stimmen oder es kommt morgens ein Einsatzkommando, fesselt dich und bringt dich zur Arbeit. Aber das führt jetzt ein bisschen zu weit.
Fakt ist, Jens Korsen, schaut euch da einfach mal, googelt mal, hat auch eine eigene Webseite, da gibt es tollen Stoff, Bücher, Hörbücher, alles geil von ihm. Also wirklich hat das Buch über Liebe geschrieben, das gibt es auch als Hörbuch. Wahnsinn. Ich kann nur sagen, dieser Mensch ist der pure Wahnsinn, hat mein Leben total verändert und da kommt so viel Positives durch. Geil. Ja, googelt selber, schaut euch's an. Ich liebe diesen Menschen. Wenn Sie das Video sehen, Herr Kors, was ich nicht glaube, Dankeschön für diese Veränderung. Ich liebe Sie, I love it. Ja, das ist so eine kurze Zusammenfassung. Wie gesagt, Fazit war viel los, es war viel Stress. Ich kümmere mich um meine Tiere. Ich habe die letzten 2 Tage Urlaub gehabt. Da habe ich den Garten auf Vordermann gebracht. Das sind dann auch so Tage, wo ich da morgens ausschlafe. Ausschlafen heißt aber so bis 9 Uhr, 9:30 Uhr und dann geht es wirklich voll los. Und der Tag endet dann um 23 Uhr. Natürlich könnte ich dann noch Videos aufnehmen, aber ihr könnt euch vorstellen, ist man platt, dann reicht das auch. Und ich sage mir, okay, es gibt im Leben setze ich Prioritäten. Das habe ich früher dann nicht gemacht, habe ich mich selber mit gestresst mit den Videos. Nur nochmal, ich bin nicht so ein Content-Creator, der davon richtig dickes Geld verdient. Ja, das ist Hobby und ich kriege vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt, mal ein bisschen was. Das ist auch nicht das meiste. So, und deswegen muss ich wirklich dann meine Prioritäten setzen und sage mir immer, hey, das hier ist ein Hobby, alles andere hat Vorrang und das muss ich halt dementsprechend priorisieren. Also möchte ich mich an dieser Stelle jetzt bedanken bei euch da draußen, die mir die Treue gehalten haben. Alle anderen auch okay. Wie gesagt, Leben ist das, was passiert, Leben fließt. Und das sollte es einfach mal so eine Zwischeninformation sein. Ich nehme euch natürlich auch wieder mit zu den Tarotlegungen. Heute ist allerdings jetzt erstmal das Thema Psychologie dran. Ja, Psychologie und ich nenne das einfach als kleinen Podcast. Habe ich natürlich auch was vorbereitet oder Podcast ist vielleicht jetzt lächerlich, aber beziehungsweise Psychologie mit Dirk, ihr Lieben. Und da nehme ich euch jetzt mit. Vielleicht habt ihr Bock, euch das mal anzuhören. Schreibt gerne was in die Kommentare. Es gibt gleich auch noch was zu Tarot bei Merlin, zu den Tarotlegungen habe ich mir was Neues überlegt, wo ich euch mit reinnehmen möchte. Das kommt in einem separaten Video. Aber jetzt geht es erstmal los. Vielleicht habt ihr Lust, vielleicht interessiert euch das. Bleibt gerne dran, schaut euch das Video an und ich sag mal bis gleich.